Heute in unserer Reihe Techniktipps geht es weiter mit Aufsetzen eines Intel-Kühlers. Alles Weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingecheckt habt. Hier ist wieder euer Darky. Und ja, heute geht es weiter mit der in unserer Reihe Techniktipps. Wie man einen Intel-Kühler aufsetzt. Sind alle gleich, ob das 1155 oder 5150 oder weiß der Kuh was ist. Das ist meistens immer gleich, wenn man so einen Standard-Kühler aufsetzt. Und deswegen will ich auch nicht so viel quatschen, dann lasst uns gleich abgehen und ich hoffe, ihr habt Lust und Bock und kommt mit zum... Ich zähle auf euch. Hardware-Check. Technikgefolge, setzen wir heute CPU auf und Ich habe mir von einer, die nehme ich jetzt aber nicht, die Thermal Grizzly. Da ist immer so eine Lippe bei, finde ich sehr praktisch. Kann man aber auch, wenn man einmal so ein Ding gekauft hat, auf anderen benutzen. In diesem Fall machen wir hier nicht so eine teure drauf, lohnt sich nicht. Und benutzen hier MX4, Mittelklasse, Wärmeleitplaster, also halt mit Hut abgeschnitten. Und die tragen wir jetzt auf. Den Krach ist ein bisschen zu entschulden. Das ist unsere Heizung. So, ich habe natürlich den praktischen Vorteil, ich brauche jetzt nichts mehr mit dem Spachtel machen. Ich kann das hier, also das ist wirklich ein Tipp. Das ist schon fast ein Geheimtipp. Aber der Bauer, 8-Bauer, der macht das glaube ich auch so. Früher haben wir das gelernt mit dem Finger auftragen. Naja. Da bin ich jetzt nun von ab, schon lange. Man kann auch einen Spachtel nehmen, aber hiermit lässt sich das gleichmäßig auftragen. Ich ziehe das dann nochmal glatt, nicht zu dick. Den Rest könnt ihr dann abstreichen. Ich ziehe es erstmal gerade. Jeder hat da seinen eigenen vielleicht. So, ich mache mir das jetzt mal sauber, weil ich will da nicht zu viel drauf haben und dann gehe ich da nochmal rüber, bevor wir hier zu viel drauf kriegen. Vorteil ist hierbei, dass wir das sauber hinbekommen und zu viel auch noch abstreichen können. Ich mache das ja auch nur nicht mehr jeden Tag, aber Übung macht den Meister, sagt man immer. Ne? So, dann holen wir uns den Rest da auch noch runter an der Seite, weil mir das zu viel ist. Das geht halt mit dieser Lippe sauber, wie ihr seht. Ne? Man kriegt sogar die Ecken weg. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen bei der Menge vertan, aber nicht das Problem. Na? Sieht man sich das Buch? Ich streiche das hier nochmal ab. Drauf so ein. Und jetzt gehen wir nochmal rüber, holen uns den Rest auch nochmal, ist zu viel da weg. Also wirklich dünn auftragen und das ein paar Mal verstreichen, dann habt ihr nicht zu viel auf. Der Edbauer hat empfohlen, in der Mitte noch einen Fleck zu machen. Gut, das mache ich jetzt nicht. Ja, worauf dann wirklich auch nochmal zu achten ist, na, in dem Fall soll das Deep Cool hierher zeigen, so hat er auch drauf gesessen. Beim Intel sind hier so meistens solche Teile verbaut, die soll man da reinschieben. Das wird schon lagerlang so gemacht. Bei den 1151 weiß ich jetzt nicht, das ist auch hier nur ein Beispiel. Ja. Weil das wird jetzt unlustig, weil der Kühler, der ist nicht mehr der neueste. Und das kann euch auch passieren. So, den drücke ich mir da erstmal rein in die Lippe. Ja, dann ist man jetzt so ein bisschen friemelig. Der muss aufgedreht sein. War in diesem Fall nicht, siehst du? Das ist Gott sei Dank noch nicht drauf. Ich drehe mir die jetzt hier auf. Der ist noch eingeklackt. Mal jetzt gucken, wie wir den jetzt hier am besten hochkriegen. So, dass er hier auf ist. Den haben wir bereits auf. Dann müssen wir dann nachher so einklacken und verdrehen. Ich zeige es nochmal. Runterdrücken und verdrehen. So wird es nachher gemacht. Wir machen jetzt erstmal alle auf. Kontrollieren das auch nochmal.
wir das getan haben. Und dann schieben wir das blöde Ding rein. Und der fällt mir jetzt natürlich runter, weil das Ding ist ein Scheißkühler. Muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir überhaupt nicht. Aber wir haben jetzt keinen anderen zur Verfügung, also müssen wir den nehmen. Ich drehe den auch auf. Also so einen doofen Kühler habe ich im ganzen, auf der ganzen Welt noch nicht erlebt. Na, aber gut. Man muss nehmen, was man hat. So. So, ich drücke mir den jetzt vorsichtig rein. Ich muss mich hier leider ein bisschen behelfen. Das ist so ein scheiß Kühler. So, der sieht schon mal, der auch. Ich drehe mir das jetzt zur Seite. Ich hoffe, die anderen Teile gehen etwas besser rein. Also. So, wir setzen jetzt den Kühler auf. Da müsst ihr dann aufpassen, dass das da auch richtig drin ist. In diesem Fall ist das ein echter Scheißkühler. So, der ist drin. Den haben wir auch eingesetzt hier. Drehen wir uns das Ganze, das ist reingefallen. Ich kann man das auch besser sehen. Ich verdrehe das Ding einmal hier über die Ecke. Und dann das gleiche in grün. Verdrehen wir den da nochmal, aber der scheint schon gar nicht mehr so. Doch, der sitzt. So, jetzt ist der fest. Und hier das gleiche, wenn wir jetzt den auch verdrehen, es hat geklackt. Eigentlich sollen die Dinger danach dastehen, aber ich mache das nochmal. So, die Dinger sollen nach da innen stehen, die Pfeile. Und jetzt nehmen wir den anderen. Und Kühler sitzt fest. Ist bei diesem Kühler, bei diesem Deepcool echt der letzte Dreck, auf Deutsch gesagt. Na, also ihr müsst hier wirklich den Lüfter entfernen. Na, sonst wird das nichts. Und da wir ja ein bisschen Airflow haben wollen, gibt es einen kleinen Trick, damit ihr euch nicht so abquälen müsst. Das kriegt ja echt einen Kotzreiz hier. Na, ich setze hier jetzt schon mal die Klammern ein. Einmal auch bescheiden. Der Kühler geht natürlich dann in diese Richtung. Müssen wir mal gucken, welche Klammer das hier die richtige ist. So, wir setzen uns die Klammern jetzt hier ein. Und da ich echt keinen Bock habe, das ist ein echtes komisches Teil, setze ich mir das hier hinten erstmal ein. Also das geht eigentlich immer sehr gut bei den Dings. Hier scheint das nicht so toll zu funktionieren. Also das können wir vergessen, mein Trick, der funktioniert hier nicht. Also ehrlich gesagt, ein Deepcool kann ich hier nicht empfehlen. Ich ziehe den ersten so rum. Klinken den ein. Ich hoffe, der sitzt einigermaßen. So, hole ich mir den dann nochmal ein bisschen rüber. Nehmen dann Klammer 2. Nehmen wir uns Klammer 2, setzen Klammer 2 ein. Was hier echt bescheiden ist, muss ich auch mal sagen. So, jetzt habe ich haben wir Klammer 2 gesetzt und setzen es hier in die Kerbe ein. Also da braucht man echt schon lange Fingernägel. So, und haben das Ganze jetzt verbaut. Na, wenn ihr so einen Scheiß habt, also ich, den würde ich mir jetzt nicht gerade kaufen, aber nun gut. Da würde ich Bequite oder andere Marken vorziehen. Na, so, und dann guckt man natürlich, na, wo ist denn das kleine Kühleranschlüsschen? Na, in diesem Fall sitzt der Lüfteranschluss hier. 4-Pol. Das andere ist dann nochmal Fan 2. So haben wir das Ganze jetzt verbaut. Na, vielleicht ist es immer so hilfreich, bei denen dann den Speicher hier rauszunehmen und den dann hinterher einzusetzen.
Das war's an dieser Stelle. Wir sind gleich bei mir hinten. Ja, ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Wenn man so weiß, wie es funktioniert. Man drückt diese Nippelchen da oben oder zieht das erst oben hoch, verdreht das richtig und drückt die nachher überkreuz dann wieder rein. Dann sitzt das Ding eigentlich schon. Zu entschuldigen ist den Tag, meine Künste da mit der Wärmeleitpaste aufsetzen, waren den Tag nicht so besonders, weil ist da oben, war es noch sehr kalt und wenn das unter Raumtemperatur gemacht wird, dann kann man das auch wesentlich besser machen. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht und war informativ, wenn es das denn gewesen ist, oder man spricht ja auch von diesem sogenannten Mehrwert. Wäre es ein Mehrwert für mich, wenn ihr den Daumen in die richtige Richtung bewegt oder ein Abo da lässt. Darüber freue ich mich dann immer. Na? Ja, nächstes Video ist schon am Start, wie üblich. Na, wir haben so viel am Start. Und an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, na, wie immer. Nee, da war sie jetzt, da war die Glocke. Und wenn ihr den Kanal supporten wollt, könnt ihr das gerne in der tun. Steht, ist nicht Pflicht, steht in der Videobeschreibung, wie immer. Und ja, das war's an dieser Stelle. Ich kann mich nur von euch verabschieden. Der Darky checkt jetzt aus, müsst ihr zwangsweise jetzt auch tun. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns wieder. Denn ich zähl auf euch. Ne? Ja, das Video zu Ende. Ich kann jetzt nur sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye und macht's gut. Bis zum nächsten Hardware-Check.